Willkommen zurück im Krieg in Stellaris, meine lieben Freunde. Wir werden von unseren beiden Nachbarn angegriffen. Wir wussten schon immer, dass wir ihn nicht trauen können. Aber in der Zwischenzeit haben wir auch noch ein kleines Event, nämlich hier die Ereigniskette sturmgebunden. Wir haben einen Bericht von unserem Forschungsschiff erhalten. Dieses beschreibt, wie man das sonderbare Schiff inmitten eines Sturmes entdeckte. Als es vorbeiflog, empfing man wilde Messwerte, die vom kosmischen Geflecht selbst ausgingen. Dies gibt uns endlich eine Antwort auf die Frage, warum unsere Sensoren das Schiff nicht erkennen konnten. Die physische Manifestation des Schiffes wurde jenseits der Mannigfaltigkeit ausgedehnt. Ganz so, als sei es gleichzeitig zur Hälfte in einem Wurmloch und zum anderen nicht. Der wahrscheinlichste Grund dafür, warum das Schiff zurück in unsere Realität gelangen konnte, könnte der hyperdimensionale Ursprung der kosmischen Stürme sein. Bei diesem Wissen sollten wir dazu in der Lage sein, das nächste Auftauchen zu bemerken und dieses Schiff vielleicht vollständig in unsere Realität zurückzuholen. Das ist schön, aber eigentlich haben wir gerade eben ganz andere Sorgen. Wir haben eine ganze Menge Sorgen, wenn ich mir das mal so angucke. Ich wundere mich gerade eben, dass die mir ebenbürtig sein sollen, wenn man mal bedenkt, was die an Flotten haben. Oh, wir haben das sonderbare Schiff der Sturmgebundenen hier mal wieder gesichtet. Schick. Habe ich da gerade eben einen Forscher parat, der da zufällig durch die Gegend fliegt? Ja, doch, das können wir mal gerade eben schnell noch machen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Flotten jetzt hier abfangen. Okay, langsam aber sicher ist es echt ein bisschen übertrieben, was da auf uns zukommt. Sagen wir mal, wie es ist. Es fängt an, ein bisschen übertrieben zu sein. Die wollen jetzt darüber fliegen. Ich hoffe, dass ich sie hier abfangen kann, bevor sie das schaffen. Jawohl, ich habe sie abgefangen. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich glaube, ich habe ja schon alles aktiv, was aktiv sein kann. Ne? Von dem, was uns möglich ist. Nanitenreaktoren, Forschungsgeschwindigkeit. Oh, warte mal. Wie viele Naniten machen wir eigentlich? 9. Das wäre nicht schlecht. Würde mir noch mehr Forschungsgeschwindigkeit bringen. Aktivier das mal. So, jetzt bin ich gespannt, ob unsere Flotte ihrer gewachsen ist. Also wir machen mehr Schaden als sie. Aber jetzt müssen wir uns auf jeden Fall reparieren gehen. Ich ziehe mich, glaube ich, sogar dahin zurück. Der Schaden an manchen Schiffen war wirklich heftig. So, da wurde ein galaktischer Grad gegründet. Hier haben wir auch erfolgreich übrigens zurückgeschlagen. Ich glaube aber, dass ich hier oben die Flotte gerade eben gar nicht mehr so dringend brauche. Ich bewege mich jetzt auch hier erstmal mit der jetzt hier wieder runter. Also auf jeden Fall, ne, für uns ist es jetzt wichtig, so nach und nach ihre Flotten zu zertrümmern. Was gar nicht so einfach ist. Unsere Schiffe haben hauptsächlich ihre Schilde verloren. Alas Force. Zroni Sturmrufer. Erzeugt einen künstlichen Sturm im System. Oh. Reduziert die Schiffsgeschwindigkeit und Feuerrate, nullifiziert Schilde. Klingt spannend. Ich möchte mehr wissen. Ich möchte definitiv mehr wissen. Also, jetzt repariert euch mal hier schnell. Bevor hier wieder schlimmere Dinge passieren. Ich muss jetzt halt wieder versuchen, diese Flotten einzeln zu stellen. Ich glaube, von da oben wird nicht mehr viel kommen. Ich mache nochmal so einen uralten Schutzwall rein, um den mal zu verbessern. Und dann noch die Söldnergarnison hier rein. Hier will ich auch nochmal eine Veränderung vornehmen. Auch hier kommt die Söldnergarnison rein. Construction complete. Und ich glaube, dass ich den uralten Schutzwall hier nochmal reinmache. Ja, die fliegen jetzt halt hier durch meine Gebiete durch. Auch hier fliegen sie durch. Das ist... Also, sorry. Wie kann das Spiel behaupten, dass die mir ebenbürtig sind?
Also ganz im Ernst, die haben doch viel, viel mehr als ich. Wie dieses Spiel halt einfach mal wieder den Spieler nur so an der Nase herumführt, ne? Völlig Banane, das alles. Also gut. Wir fliegen jetzt dahin und werden jetzt hier versuchen, diese Flotte zu stellen. Ja, wobei, vielleicht ist es sogar besser, wenn wir erst die hier stellen. Nee, das sind zwei auf einmal. Zwei auf einmal ist nicht gut. Nee, ich muss hier stehen bleiben. Ich kann jetzt hier gerade eben nicht mehr in die Offensive gehen. Ich muss hier stehen bleiben und die Position halten. Also sie versuchen mir ja ihre Ideologie aufzuzwingen. Nur damit wir alle wissen, wovon wir hier reden. Darum geht's hier. Die wollen quasi die Ideologie haben. Was? Dragons Warriors hat mindestens eine Known in diesem System. Bitte was? Seid ihr die Dragons Warriors? Ja, das sind die Dragon Warriors. Okay. Wild. Die Söldnerflotte mieten. Abgemacht. Also ich kann diese Flotte jetzt hier auch natürlich dringend gebrauchen. Auch wenn sie jetzt noch nicht so stark ist. Aber ich kann sie dringend gebrauchen. Tja, dieses Konstruktionsschiff kommt gerade eben nirgendwo mehr hin. Du kannst hier gerade eben auch noch nicht so viel machen. Du kannst noch dieses Spezialprojekt untersuchen. Und wie gesagt, ich muss jetzt hier halt einfach kurz mal stehen bleiben. Also ich kann halt jetzt hier nicht da raus, ne? Also dafür haben wir ja auch diese Defensivstellung jetzt hier im Grunde ursprünglich geplant, genau für solche Fälle. Und im Grunde arbeiten wir hier an dem hier ja auch noch. Genau für so etwas. Damit unser innerster Kern hier, das ist ja das Wichtigste für uns, jetzt hier nicht angegangen werden kann. Okay, Sturmfieber. Wir haben es geschafft. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, danach zu streben, den puren Nervenkitzel zu suchen. Doch seht nur, was wir jetzt in den letzten Jahren erreicht haben. Also wir haben also wieder eine neue Sturmfieber-Sache jetzt hier abgeschlossen. Moment. Wo ist es? Ja, die sturmgebundenen. Rubricator L-Cluster. Moment. Wo ist es denn? Ach, hier. Nee. Hä? Anscheinend haben wir das abgeschlossen. Dry Racket-Bewohner. Nee, daran bin ich nicht interessiert. Warte mal, das sind jetzt hier wieder nur 26k. Ich habe schon 127k gelesen. Ey, ganz im Ernst, dann hätte ich geragequittet. Aber guck mal, was hier alles rumfliegt. Ey, das ist so lächerlich. Aber die sind mir ebenbürtig. Okay, ich weiß nicht, wie stark die sind. Das darf man nicht vergessen, ne? Wir wissen das immer noch nicht. Möglicherweise sind die stärker, als ich dachte. Aber es ist trotzdem eine wilde Nummer. Warte mal, was machst du jetzt hier? Du fliegst jetzt da ein, du bist noch beschädigt. Wir werden jetzt versuchen, denen jetzt hier kurz auf die Finger zu klopfen. Dann habe ich schon mal eine Armada besiegt. Die hier stehen hier gerade eben immer noch rum und kämpfen gegen meine Station. Natürlich gewinnen sie das. Warum sollten sie auch nicht gewinnen? Also ich habe das Gefühl, Leute, dass Stationen einfach überhaupt nichts mehr wert sind. Seit dem letzten Patch scheinen diese Stationen überhaupt nichts mehr wert zu sein. Weniger Kriegsmüdigkeit bekommen, das hätte auch was für sich für uns. Ist aber im Grunde eigentlich jetzt gerade eben schon wieder ziemlich zu spät. Ich sehe es von der Seite, da sind wir gerade zu spät. Erkundungsgeschwindigkeit, nee, also ich denke, wir machen das jetzt hier mit Baugeschwindigkeit, Schiffe, Kriegsmüdigkeit. Ja, das ist das, was wir jetzt hier tun müssen. So,
So, diese Flotte hier wurde von uns jetzt hier gestellt. So, sofort zurückfliegen, bevor sie uns wieder angreifen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt hier machen. Die haben das jetzt hier gerade eben erfolgreich besiegt. Wir müssen uns halt sofort wieder reparieren gehen, ne? Von da oben kommt zum Glück keine Attacke. Das ist in gewisser Weise eine kleine Entlastung. Na, also wir müssen es halt eigentlich nur schaffen, dass sie im Grunde ihre Flotten wieder mal verlieren. Das Übliche also. Und ansonsten müssen wir jetzt hier kurz mal wieder warten, bis unsere Flotte wieder repariert wurde. Und ihre Verluste ausgeglichen hat. Das ist jetzt wieder eine größere Flotte und der werden wir uns jetzt hier wieder stellen. Das ist jetzt wieder die große, nee, ist wieder eine kleine. Danach kommt noch eine große. Aber ich denke, so können wir denen jetzt hier eine zusetzen. Und nach diesem Angriff greifen wir noch diese Armada an. Grundinformation zu dem neuen Gebäude Psi-Corps. Wir machen das da. Oh, sie kommen hier direkt freiwillig zu uns. Okay, die Verluste waren frappierend. Aber wir gehen jetzt sofort uns wieder reparieren. Wir müssen uns sofort wieder reparieren, anders geht's nicht. Wir haben die automatisierte Schiffswerft abgeschlossen. Yay, everything is fine. Okay, diese Flotte wird hier hingebracht. Das ist quasi unsere Notfalltruppe dann am Ende, wenn alles zum Teufel geht. Ich verkaufe mal 100 nochmal weniger davon. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier nach wie vor erstmal jetzt hier wieder die Schäden ausgleichen. Repariert euch so gut ihr könnt. Rückeroberungen können wir auch so tätigen. Die nomenistische Datenmodellierung, das klingt gut, das nehmen wir. Und wir haben jetzt hier den Handelswert dadurch nochmal erhöht. Wer ist denn da gerade so arbeitslos geworden? Ach so, ja, er ist gerade arbeitslos geworden, weil er jetzt hier nicht mehr auf diesem Planeten natürlich sein kann. Aber es hat auch jemand gelevelt. Moment. Ach, ich habe einen neuen Kommandeur bekommen. Ja, komm. Du wirst unser neuer Armeegeneral. Und heißt Belrear, mein Lieber. Du bist der Belrear und ja, wir machen das so, ne? Also hier, Telgrim wird jetzt hier diese Aufgabe nicht mehr machen. Das ist für einen altehrwürdigen natürlich viel zu, eine viel, viel zu gefährliche Aufgabe. So, mir fehlen immer noch jede Menge Mats, aber ich werde jetzt hier nicht anfangen, das mit Energy Credits zu kaufen. So, Flotte 1 ist repariert, Flotte 2 ist repariert. Jetzt gehen wir wieder in die Offensive. Jetzt kann ich es mir gerade eben nicht leisten, die mir auch noch jetzt hier als Feinde an die Backe zu labern. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann mal fragen, ob sie für mich... Ah, ne, ihre Truppen sind natürlich gerade eben unterwegs. Ah, meine andere Flotte ist jetzt hier da und kann auch jetzt hier wieder mitmachen. Hier oben im Norden scheinen sie gerade eben auch keine großartige Flotte mehr am Start zu haben, die Ärger sucht. Wie sieht es eigentlich aus mit meinen... Oh Gott, das dauert noch so lang. Das ist so super ätzend. So, jetzt kann ich die Flotte hier wieder voll auffreshen. Du fliegst hier übrigens auch nochmal... Nee, warte mal, du kannst schon mal dahin fliegen. Genau, jetzt haben wir noch mehr Forschung aus dem All, was ich toll finde, aber uns gerade eben nur bedingt weiterhilft. Was ich aber auf jeden Fall gerne haben möchte, ist noch verbesserte Hyperraumsensoren.
Und wir werden jetzt mal dafür sorgen, dass wir unsere Flotte, unsere Bodentruppen jetzt hier wieder zurückbekommen. Wusch. Construction complete. Und dann greifen wir den jetzt hier noch an. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, da oben. Ja, ja, da. Da machen die immer noch Wildparty und so weiter und so fort. We know, we know, we know. Wie sie fliehen. Oder es besser gesagt versucht haben. Ja, das lief für die mal wieder eher so mittelgeil, ne? Also, ihr werdet jetzt hier hinfliegen und den Planeten zurückerobern. Also, wir haben es auf jeden Fall geschafft, ihre Armeen so weit zu verhauen, wie es geht. Du hast das jetzt hier geholt, dann holst du das, das und das hier noch zurück. Da ist nochmal eine 18K-Flotte, aber die ist keine Gefahr. Wieder eine Sternenverformung. Ja, das ist schön, dass hier weiterhin Sterne verformt werden, aber für mich gerade eben eigentlich absolut uninteressant. Aufgrund der aktuellen militärischen Ausgangslage. So, und danach werden wir gucken, dass wir jetzt das jetzt hier alles anfangen zu besetzen und dann da oben das hier zurückerobern. Da kommt wieder diese Armada. Nee, wisst ihr was? Wir werden das sofort machen. Wir werden sofort da oben hinfliegen und die verhauen. Jetzt, wo die Flotte da unten ist und sich um das hier kümmern kann, machen wir das auch. Wir verfolgen die hier. Wir holen unseren Planeten gerade eben zurück. Die Sklaven sind nicht so super effizient. Und jetzt kannst du wieder zurückfliegen. Oh, unser Sklavenaufseher hier, der diese Flotte führt. Es wäre halt schon geil, nochmal dieselben Boni zu bekommen, ne? Ja, das machen wir. Die Schiffe werden dadurch noch krasser. Wir stacken jetzt halt einfach jetzt hier diese Waffen und Schild- und Panzerungsboni. Moment, jetzt holen wir erstmal ganz schnell noch das da. Und dann verfolgen wir diesen Schurken hier. So, habe ich eigentlich jetzt hier mit meinen Forschungsschiffen schon ein paar Optionen. Ich würde ganz, ganz gerne hier ein paar Spezialprojekte jetzt hier schon mal in Angriff nehmen. Das müsste ja eigentlich inzwischen machbar sein. Der ist leer, der kann auch nichts machen. Hier könnte man es auch nochmal versuchen. One of our spaceports is under attack. One of our spaceports. Ja, der wird nicht mehr lange lost sein. Denn die versuchen das hier gerade eben zu nehmen und das wird jetzt ihr Untergang sein. Und wusch. So, geh dich mal. Ne, du gehst jetzt noch schnell das hier erobern und danach gehst du dahin und reparierst dich. Was? Wir wurden invadiert? Ach, da oben. Ja, ja, okay. Das kommt in den besten Familien vor. Da wurden wir erfolgreich invadiert. Sie haben uns halt wirklich in einer Phase des Aufbaus und der Schwäche erwischt. Das muss man ihnen lassen. Du baust hier nochmal wieder Schiffe wieder rein. Also hier unten haben wir wieder alles im Griff.
Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ich kenne ja ihre Flotten, sie sind mir immer noch ebenbürtig. Von denen weiß ich das nach wie vor kein bisschen. Die sind mir inzwischen auch übrigens ebenbürtig. Muss man also aufpassen, Leute, muss man aufpassen. Viele Feinde zu haben, heißt halt auch, dass man viele, wie soll ich sagen, Abwehrmechanismen haben muss. Anders geht's nicht. 1, 2. Ja, wir machen das mal gerade eben noch schnell so. Auch wenn ich eigentlich gar nicht die Mats dafür habe, aber wir machen es trotzdem. Armada fliegt in diese Richtung. Diese Armada hier repariert sich gerade. Da kommt nochmal so eine kleine 5000er Pupsflotte und will Ärger machen. Dann werden wir diese 5000er Pupsflotte mal schön verhauen gehen. Wieder eine Sternverformung. Meine Güte, da oben. Also ohne Witz, das ist der gewaltigste Weltraumquirl, den ich je gesehen habe. Der rührt einfach quasi die gesamte Suppe um. Die sich Realität nennt. Ja, da sind sie schon. Sie wollen es wissen. Und ich will es auch wissen. Ihre Flotte hier ist übrigens nicht mehr zu sehen. Ah doch, da sind sie doch. Da stehen sie. Ich warte, bis meine Armada da ist. Und dann gehen wir da rein. Klares Ziel, verhaut sie. So, sofort wieder reparieren gehen. Debris analyzed. Wir bekommen hier hauptsächlich Hyperraumsensoren als Bonus, aber ansonsten haben sie keine Forschungen, die uns irgendwie besonders viel weiter wären. Zumindest nicht von dem, was wir selber schon haben. So, meine lieben Freunde, jetzt ordentlich auf die Finger bekommen. Jetzt erobern wir mal gerade eben Sachen zurück. Ich lasse es mal erstmal die da machen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und das andere Schiffsystem geht dahin und dahin. Und dann holen wir jetzt erstmal unsere Landungstruppen hier rüber. Die dann hier das hier zurückerobern dürfen. Auf jeden Fall sind sie jetzt schon auf dem Level, dass sie sagen, ja, Spaß sieht anders aus. So, Enzo hier. Ich glaube, ich gebe ihm Risssammler. Risswanderer. Und ich glaube, so langsam aber sicher können wir anfangen, genau, Astralrisse zu erforschen. Aber vorher möchte ich nochmal ganz, ganz kurz hier diese Anomalie hier noch machen. Ja, ich kann gerade eben keine Legierungen ausgeben für weitere Ringe. Manche Dinge muss man einfach ertragen. Naja, aber ich bekomme trotzdem hier gerade eben einiges an Tech. Und ich kann jetzt wahrscheinlich gleich in die Offensive gehen. Und schon mal diese Gebiete jetzt hier versuchen zu besetzen. Da unten sind ja schon wieder feindliche Flotten. 22k, 34k, ja, nee, ist klar. Woher nehmen die das? Ich habe den schon so viel gerade eben zerschossen. Okay, egal. Belrea hier levelt dadurch. Warum ist der in dieser Armada drin? Warum kann ich ihn leveln? Warum führt Belrea diese Flotte zu den Dragon Warriors? Man weiß es nicht. Belrea sollte doch eigentlich das hier führen. Egal. Dann führt er halt einfach kurz diese Armada. Ich muss nicht alles verstehen, was dieses Spiel tut. Behaupte ich steif und fest. Flotte ist bereits voll. Flotte ist bereits voll. Okay, das ist gut. Das heißt, wir können momentan unsere Verluste noch kompensieren.
Jetzt, oh, was habe ich denn jetzt von der Tech? Ah, mehr Sensorenreichweite, das ist nicht schlecht. Wir haben jetzt eine Menge Boni. Lass uns mal die Disruptoren angehen. Das hier kann ich jetzt natürlich noch nicht machen. Warte mal, wo wird der hinfliegen? Der wird... Der ist auch noch beschädigt. Ich will mal gucken, ob ich ihn abfangen kann. Wo? Ach ja, das da, ja, ja. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass vielleicht noch von oben irgendwas kommt. Aber ich glaube, sie haben sich wirklich komplett auf unten hier versteift. Wo ich ehrlich gesagt gerade gar nicht böse drum bin. So, du fliegst zurück und lässt dich mal gerade eben upgraden. Du machst das Ding jetzt hier noch zu Ende. Und die Landungstruppe wird wie gesagt landen. Ach, komm her. Wird wie gesagt landen. Der ist wirklich... Nee. Da kommt ja noch eine. Okay, die wollen, glaube ich, wirklich zu mir. Moment. Dann warten wir kurz mal. Die werden hier reinkommen. Da kommen sie. Greift sie euch. Greift sie euch. Asteroidendrillinge. Enzo Buldo entdeckte, dass die Asteroidendrillinge im Umveran von einem hochinstabilen Magnetfeld umgeben sind, das dafür sorgt, dass sie zufällig von den Magnetosphären des Systems abprallen. Er konnte auch das Magnetfeld durch einen Magnetkompensator stabilisieren, den man an jedem der Asteroiden anbrachte. Diese Kompensatoren regelten nun die Flugbahn und erlauben uns den Abbau von Ressourcen. Okay, das ist sehr nice. Und es werden hier irgendwie alle psionisch. Alle werden sie psionisch. Wir werden uns sofort wieder zurückziehen, um wieder Reparaturen vorzunehmen. Wieso werden hier alle psionisch? Geh dich mal reparieren. Du wirst jetzt dann hier aufpassen, an der Position. Und wie gesagt, ich will das jetzt hier jetzt auch zu einem Verteidigungsbollwerk machen. In Anführungszeichen, Bollwerk. Das sind eher so Bollwerkchen, die wir dann haben. Uff, schwäbischer Bollwerkle. Oh, Sternstaubsturm. Aber nicht bei uns. Schade. So beschädigt ist unsere Flotte noch gar nicht. Ich werde sie sofort jetzt hier angreifen. Feindliche. Ich werde sie sofort abfangen. Ich glaube, wir können uns das leisten. Hoffe ich. Mhm. Wie gesagt, du fliegst zurück. Du wartest hier noch, hier kommt gleich die Landung. Wir stehen bei 44% Kapitulation. Ich muss den jetzt endlich abfangen. Okay, das ist sehr schlecht für dich. Zurück. Also, momentan bekämpft er noch die Station. Und jetzt bekämpft er sie nicht mehr. Die haben eine Menge Schiffe verloren jetzt. Also das war für sie richtig hart. Jetzt muss ich mich allerdings hier gerade eben dann doch nochmal kurz reparieren. Und warten, bis die andere Flotte jetzt endlich dann da ist. Weil hier unten ist halt immer noch Halligalli. Hier oben passiert gar nicht mehr so viel. Das hier haben wir jetzt erfolgreich zu Ende geführt. Du fliegst jetzt hier auch wieder zurück nach Runa. Oh. Das ist geil. Durastahl. Nullpunkt. Impulstriebwerk, Boni. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht doch noch ein paar weitere Boni bekommen. Wo war denn das?
Ich weiß es gerade eben nicht mehr, verflixt. Du kleiner Forscher, gehst mal auch dahin, machst noch dieses Spezialprojekt. Ich bin mal so keck und hol mir noch dieses System im Laufe des Krieges. So, sobald ihr repariert seid, holt ihr das hier wieder zurück. Wie sieht's aus mit ihrer... Die sind uns immer noch ebenbürtig und bei denen wissen wir es halt immer noch nicht, ne? Okay, wir sind wieder am Start. Wir fliegen jetzt... Oh, da kommt nochmal eine Flotte. Da kommen zwei Flotten. Im schlimmsten Falle muss ich beide gleichzeitig stellen. Im Worst Case, Freunde. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, also wir haben jetzt gerade eben einfach mal ein paar Folgen, die komplett im Zentrum des Krieges letzten Endes sind. Aber hey, was willst du machen? Wir haben Krieg, ne? Aber momentan sieht es so aus, als ob wir ihn zumindest zu einem Status Quo bringen können und nicht kapitulieren müssen. Wir verlieren ihn wohl nicht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.